Hallo, meine Lieben, in diesem Video möchte ich den Nähbegriff Flanell erklären. Also Flanell ist ein Gewebe, was aus Baumwolle oder auch aus Wolle hergestellt wird. Bei der Verarbeitung wird der Stoff ein wenig aufgeraut, somit wird er schön weich und auch schön warm. Unter dem Begriff Flanell findet man auch den Begriff Biber. Sicherlich kennst du die ganz normale Biberbettwäsche und die wird auch aus einem Flanellstoff hergestellt. Was kannst du aus dem Flanellstoff alles nähen? Sicherlich kennst du auch dieses typische Holzfällerhemd. Dafür verwendet man auch sehr gerne Flanellstoff, da es schön weich und auch schön warm ist. Du kannst natürlich auch, wie schon gesagt, eine Bettwäsche daraus nähen oder Kinderkleidung. Oder auch fürs Sofa eine kuschelige Decke oder auch ein Kissen daraus nähen. Also da dieser Stoff nicht dehnbar ist, aber trotzdem schön weich, kannst du eigentlich alles daraus nähen, was du so gerne möchtest. Flanell ist sehr saugfähig, deshalb verwendet man ihn, wie schon gesagt, sehr gerne für Bettwäsche, da wir ja in der Nacht sehr viel Flüssigkeit verlieren. Und da ist natürlich Flanell auch super dafür, weil er halt schön weich und auch schön warm ist. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du noch weitere kostenlose Nählexikon-Videos sehen möchtest, dann schau einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Video. Deine Jana.